Angehörige durch den deutschen Rassenwahn verlor, die Geschichte Bergen-Belsens. Anne Frank gehörte zu den über 50.000 Opfern. Am Rande ein freundlicher Gruß junger deutscher Juden. Ein Stück weiter. Der israelische Ministerpräsident Shimon Peres heute Morgen im ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen. Er kam nicht nur als Ministerpräsident Israels, sondern auch als persönlich Betroffener. 20 Angehörige seiner Familie sind in Weißrussland erschossen worden. Sein Großvater wurde in einer Synagoge von der SS verbrannt. Hier in Bergen-Belsen sind ungefähr 50.000 Menschen gestorben, unter ihnen die 15-jährige Anne Frank. Im April 1945 wurde das Konzentrationslager von den Engländern befreit. Aus Furcht vor Seuchen brannten sie alles nieder. Nur noch kleine Hügel in der Weite der Landschaft erinnern daran, dass diese Stätte ein großer Friedhof ist. Wegen der näher rückenden Front waren viele Häftlinge aus dem Osten hierher getrieben worden, die in den letzten Kriegstagen und noch nach der Befreiung an den Folgen der unmenschlichen Behandlung starben. Es gab nur sehr wenige, die dieses Inferno überlebten. Ich komme aus Israel, aus Kibbutz Netzer Sereni. Und daher ist es für mich ein besonderer Anlass, hier zu sein. Denn die Gründe meines Kibbutzes sind zum Teil aus Bergen-Belsen und Buchenwald gekommen, waren Überlebende dieser KZs. Und heute hier zu sein, wenn ein israelischer Ministerpräsident hier zu Besuch ist, ist das ein sehr wichtiger Tag. Und das Wort Netzer bedeutet Spross, ein Ast, was herausspringt aus einem abgeholzten Baum. Und das steht wahrscheinlich symbolisch für das jüdische Volk allgemein und speziell für die Gruppe, die unseren Kibbutz gegründet hat und die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Und mit viel Mühe haben sie auch aus einem kleinen Ast einen sehr schönen Baum wachsen lassen.